Scheiß drauf. Jetzt geht's trotzdem los. Ja, jetzt will ich noch was sehen. Das Mikro erstmal richten. Habe ich es angeschaltet? Ja, habe ich. Jetzt werde ich wieder ein paar Kerzen verstecken. Leute, die dann auf meinen Server kommen, können die Kerzen suchen. Das mache ich so aus Spaß.
Level. Verbrando, hallo. Ja, mir geht's gut soweit. Bin nur ein bisschen müde. Ein bisschen. Ich baue hier ein bisschen weiter hier. Auf meinen Server. Bei das hier haben wir schon die ganze Zeit ein Dornenauge. Und das hier soll ein ganz chilliger kleiner Minecraft-Stream werden. Ein ganz chilliger kleiner Stream. Deswegen habe ich auch die Hintergrundmusik von Minecraft angemacht. Ja, kannst du ruhig. Hast du einen Minecraft-Account für die Pocket Edition oder Bedrock? Dann sag es mir bitte Bescheid. Aber dann, wenn du mit mir mitspielen möchtest, dann halte dich bitte an die Regeln, die ich dir sage. Kein Grief und keine Zerstörung. Das ist gut. Warte mal bitte. Ich muss erstmal noch hier bauen. Bisschen zu Ende machen. Und über welches Gerät spielst du? Dann über welches Gerät? PC, Smartphone, Switch, PlayStation, Xbox oder den klassischen PC? Oder über Android oder über... Boah, Computer, das klingt gut. Aber der Titel, der jetzt im Hintergrund läuft, den finde ich richtig geil. Den habe ich mir sogar heruntergeladen. Und über Smartphone kann ich hier wirklich sehr viel, sehr schnell. Ich kann machen. Aber dafür muss ich erstmal noch hier fertig werden, weil ich muss erstmal noch hier den...
Es gibt nur einen, der bei mir auf Twitch gebannt wurde. Bei mir wurden schon mal zwei Bots gebannt. Oder ein Bot, der hat irgendeine Werbung von der Webseite gemacht. Der wurde bei mir perma gebannt. Das habe ich gemacht bei einem Bot. Den. Nein, den nicht. Der ist nicht gebannt. Nein, der ist nicht gebannt. Jemand ganz anders, Mann. Ich meine, Bots sind bei mir gebannt. Aber er ist nicht gebannt. Er ist überhaupt nicht gebannt. Überhaupt nicht. Und ich darf hier kein Panda umbringen, weil die sind von Panda Tower hier, die Pandas. Er würde mich killen, wenn ich einen Panda kill. Ja, aber das war keiner von hier, von mir. Es war keiner. Das, den habe ich aus Versehen mit jemandem verwechselt. Ja. Und ich habe auch, ich habe zu denjenigen, den ich versehentlich gebannt habe, gefragt, ob er es hoch und heilig nicht war. Und er soll auf sein Leben schwören, habe ich ihm gefragt, ob er auf sein Leben schwört. Das habe ich gefragt. Und er hat darauf geschwört, auf sein Leben. Und der war das auch nicht irgendeiner. Ich weiß nicht mehr, wer genau das war. Es war auch der, genau, Jakob von YouTube. Den habe ich mal gebannt, aber der hat keinen Mist gebaut. Den habe ich wieder entbannt, aber dann habe ich zu ihm gesagt, dass er darauf schwören soll, auf seinen, dass er darauf schwören soll, auf sein Herzen, dass er es nicht war. Das habe ich mal gesagt. Und dann hat er geschworen. Dann habe ich ihn auch geglaubt. Der hat nicht gehackt, das war irgendjemand anders. Der auch denselben, oder ich keine Ahnung, das weiß ich nicht genau. Aber ich, ja. Aber hier auf meinem Server hat einer schon mal hier Löcher reingemacht, hier an der Seite von dem Haus hier. Und an dem Haus hier, da darf sich keiner dran vergreifen. Ich kann auch zeigen, warum. Weil das Haus habe ich damals für... Das Haus steht hier einfach so. Und das Haus hier ist für... Hier. Hier. Das ist das Haus für Reggie. Und da darf keiner was kaputt machen oder bearbeiten. Außer ich gebe einen die Genehmigung dafür. Ach, Scheiße. Und wenn ich es einen erlaube, dann darf man es auch. Hm. Boah, ey, das Wetter geht mir so auf die Nerven. Dann stecke ich hier auch noch fest. Oh Mann, diese Hunde, diese Wölfe. Mein Gott, ey.
Ja. Aber hier auf meinem Server habe ich schon sehr viel reingefügt. Und wo ist denn jetzt dieser? Hier. Er kann doch mehr drin bleiben hier. So. Das ist das Gästehaus hier. Und hier unten, das hier ist der Zwischengang hier von unter Wasser bis nach da vorne. Und dann ist hier noch so ein Zwischengang, habe ich hier gebaut. Da kann man ruhig mit mir weitermachen hier. Oh. Und außerdem habe ich so vor, hier überall mal ein bisschen Kerzen zu verstecken, dass man hier Kerzen finden kann. Auf meinem Server. Kerzen finden. So. Hier. Wenn jemand hier mit mir zusammen baut, da verstecke ich die Kerzen da. Dann kann man die sich abholen. Aber braucht man ja eh nicht, weil ist hier eh ein Kreativserver. Aber zwei Regeln gibt es. Nichts zerstören. Und wenn man aus Versehen was kaputt macht, dann reparieren. Ist nicht böse gemeint. Ist nur eine kleine, einfache Regel. Dann das ist auch gut. Aber hier, was ich noch auf meinem Server habe, ist eine gute Performance, weil das ist nicht direkt von Nitrado oder Dingenskirchen. Sondern ich nehme gleich ganz oder gar nicht. Ich nehme gleich direkt von Mojang, weil ich denen ganz genau vertrauen kann, dass bei denen der läuft und läuft und läuft und läuft. Und bei mir läuft er immer 24/7. Abschalten kann ich den nicht. Weil Mojang gesagt hat, nö, der läuft 24 Stunden. Basta. Und so ist es auch. Ja, wie zum Beispiel hier. No Post gehe ich mal rein. Ja, wie zum Beispiel in End. Da, wo die Portale sind. Wo das Portal ist, wir zurückkommen, da. Sind zwei Pandas und die sind bei mir als Wächter deklariert. Und bei den Pandas habe ich mir selber so ausgedacht, wenn man wieder zurück will, erst den beiden Pandas einmal Bambus geben und dann wieder durchs Portal gehen.
damit die was zu fressen haben oder zu essen mindestens, sag ich mal. Aber hier unten. Im End hier gibt es. Die sind auch süß. Aber eine Sache gibt's, die die sehr hassen. Ja, richtig. Panda Area. Das ist richtig. Panda Area. Das ist richtig. Die Panda Area. Ich kann mal zeigen, was passiert, wenn man den hier spawnt. Die gehen auf ihn los. Die hassen die richtig, die hassen die. Und wenn du dann auch mal Lust hast und dann ich das mit dem Server so weit gemacht habe mit der Einladung und ich habe die anderen Freundschaftsanfrage und so, dann kann man ja auch mal versuchen, vielleicht mal ein paar Kerzen zu verstecken. Wenn zum Beispiel auch mal andere Leute raufkommen, sagen wir mal einer oder so, oder keine Ahnung, extra einer noch so, oder?
Das hier ist nämlich eine Kerze, die extra dafür da ist, dass man hier rauskommt und die sieht sofort. Die Kerze, die soll man sofort sehen. Ja, das kannst du ja dafür auch wissen, weil hier. Das hier wird für immer der Ehrenbereich bleiben. Für immer. Solange wie der Server existiert. Das ist auch cool. Hier sind immer so viele Sachen, die ich verbaut habe hier. Zusammen mit Panda Tower habe ich ja auch schon mal was gebaut, aber ja. Ja. Da sind meine Leuchtfeuer. Da vorne die leuchten da. Den kann ich auch hinzufügen. Ich muss erstmal noch hier das hier anschalten, das Licht, und dann gehe ich nochmal kurz aus dem Server. Ich muss noch mal kurz dann kann ich das schnell erledigen. Dann gehe ich noch mal kurz in die Xbox App rein. Xbox App. Oha.
Plague Inc. Alter, das ist geil. Ich schau mal hier nach hier und dann. There's a good boy. Habe ich eine Nachricht von Xbox gekriegt oder so ähnlich? Und jetzt muss ich erstmal warten, bis ich wieder die Verbindung aufgebaut habe zum neuen Server. Das wird erstmal auch eine Kleinigkeit dauern. Oh! So schnell geht das? Alter Falter. Das ist ja geil. Ja, das wird auch schnell. Guten Tag. Guten Tag, Baggermensch. Ja, mir geht's gut. Ich habe gerade hier Verbrando gerade hinzugefügt. Alter. Nicht den hier, oder doch Verbrando? Den habe ich doch hinzugefügt. Ja, Verbrando habe ich hinzugefügt. Ja, doch. Ja, den habe ich jetzt auf meinen Server hinzugefügt. Er hat jetzt exklusiven Zugriff auf meinen Server. Das geht auch, aber eine wichtige Regel gibt es auf meinem Server, die auch du beachten musst. Das soll jetzt nicht böse klingen. Okay, das ist gut. Baggermensch. Eine Sache wollte ich hier auch sagen, Baggermensch. Es gibt bei mir eine Regel auf meinem Server. Es wird nichts gegrieft und wer was kaputt macht, muss es auch reparieren.
Ja, das stimmt. Dann kannst du ja auch, wenn du Bedrock hast, dann funktioniert's. Aber wenn du Java hast, nee, dann geht's leider nicht. Ja, dann kann man auf den Server von mir rauf. Und ich werde erstmal gucken. Ich werde das erstmal noch das Menü aufrufen. Hier oben. Das ist mein Name in Minecraft. Und von meinem Microsoft-Account. Bei mir ist das so überall, wo ich. Ach, tut mir leid, ich bin heute ein bisschen. Ein bisschen, wie soll ich sagen? Müde. Ich bin heute Nachmittag aus Versehen eingeschlafen. Jetzt habe ich die Quittung davon. Müde wie Sau. Total hundemüde. Dann werde ich mich mal zu dir hin teleportieren. Und jetzt habe ich, ja, ich habe hier, ja, ich habe hier alles Mögliche gebaut, Verbrando, hier auf meinem Server. Und die Kuchen hier, die hat mal jemand anders da mal hingestellt, hier die Kuchen. Die hier, die da, die hat jemand anders da mal hingestellt. Das war irgendwie so ein Ami gewesen. Und auf was hast du Lust? Ein paar Kerzen irgendwo verstecken, wo Leute es finden? Oder ein bisschen was bauen? Worauf hast du Bock? Worauf hast du Bock? Oder wollen wir vielleicht zu meinen Pandas hingehen? Wo die im End sind, die Pandas. Wie wäre das? Zu den Pandas gehen oder? Ja, wir können ruhig etwas bauen. Ja. Und was genau? Hast du eine Idee? Hast du eine Idee, was man so machen könnte? Dann schreib es mir bitte. Denn ich weiß es noch nicht. Vielleicht könnte man ja auch hier irgendwo mal. Sind wir mal da hinten in der Nähe, wo mein Wollhaus ist. Da ist ein Portal von mir. Da kann man bei den Haus auch noch was dann in der Nähe bauen. Das fr Ich habe hier hinten noch ordentlich Platz. Hier hinten. Hinter den Schreitergebäude. Da habe ich ordentlich Platz. Na, hier überall. Ich mach erstmal hier. Warte mal. Ich muss erstmal noch hier. Hier. Hast du ordentlich Platz hier? Wo der Bambus ist, da hast du ordentlich Platz hier. Da kannst du ordentlich ein Haus bauen. Hier kannst du loslegen. Habe nichts dagegen. Habe nichts dagegen. Kannst du machen. Kannst loslegen. Ja, kannst loslegen. Und was ungefähr für ein Haus? Was hast du dir so vorgestellt? Für ein Haus. Du kannst jedes Material benutzen, egal welches. Ja. Kannst du ruhig machen. Ich bin gleich wieder da. Ich bin erstmal kurz bei Baggermensch. Kurz. Okay.
Wegen Baggermensch, der wollte auch, dass ich ihn mal annehme. Da muss ich erstmal noch hier rausgehen. Das dauert auch eine gewisse Zeit. Oh. Ich muss erstmal noch eine Gerätehitzekontrolle machen. Hitzekontrolle. Ich muss erstmal in meine Phone-App reingehen und muss gucken, ob die Temperatur gut ist. Das ist ja noch in Ordnung. Ist nicht so schlimm. Dann geht's. Was sagt mein Internet? Gut. Das läuft. So. Jetzt hab ich dich. Auch drinne. Jetzt muss ich noch mal Server wieder. Warte mal, gleich kommt's. Erstmal muss ich warten, bis mein Minecraft startet. Und das dauert lange. Richtig lange. So, komm jetzt mal. Mein Minecraft muss erstmal laden und starten. Nicht, dass es jetzt abstürzt. Denn das wäre nämlich kacke. Wie du hier oben sehen kannst, mein WLAN-Signal ist schon richtig, richtig voll. Fast. Ich kann nur sagen, mein Kopfhörer, den ich benutze, den habe ich auch immer an, aber boah, tut mir leid heute. Manchmal rede ich halt Schlotze, wenn ich müde bin. Ja, du kriegst gleich eine Einladung. Ich muss erstmal noch RAM-Mitglieder hinzufügen machen. Und dann hast du eine Instant-Einladung auf meinen Server. Eine Instant-Einladung. Jetzt hast du auch eine Einladung, Baggermensch. Jetzt bist du auf meinem Server willkommen. Ja, du bist herzlichst willkommen. Das hier ist ein Server, wo man kleine Projekte machen kann. Egal, ob ich da bin oder nicht. Ich guck mir eh immer alles an, was jemand gebaut hat, und dann mache ich Screenshots davon. Na, wie jetzt zum Beispiel. Sachen, die gut aussehen, die screenshotte ich gleich. Na hier, so. Und dann sind die Fotos fest hier drauf gespeichert. Denn bei mir ist das nämlich so. Ist okay, du kannst raufkommen jetzt. Denn mein Server ist für dich offen. Und selbst. Aber wenn jetzt Panda Tower rauf will, geht nicht mehr. Denn jetzt ist er vollgebumst. Oh, Mensch. Jetzt bist du einer der Familie. Du bist einer der. Du bist einer der Serverfamilie. Du bist jetzt hier in der Serverfamilie. Herzlichst willkommen. Warte mal. Ich.
Ja, ich komme schon. Erstmal mache ich noch hier. Da. Die Option. Und dann. Hier. Ich bin jetzt bei dir. Hier. Oh. Beim Server. Der ist jetzt hier. Ich bin gleich da. Das habe ich ja alles. Das habe ich hier alles, ja. Hier mühevoll aufgebaut hier. Zum Beispiel hier vorne. Das ist das Lava-Haus von meinen Schreitern. Und hinter dir ist ein Panda. Ich glaube, der guckt dich gerade an. Oh, der hat Hunger. Scheiße! Das wollte ich nicht. Ich werde ihn erstmal regenerieren. Damit er nicht stirbt. Das mache ich meistens mit Absicht, weil ich möchte, dass die Tiere so lange wie möglich überleben. Jetzt hat er ein langes Leben. Ja, kannst du. Ich guck mal ganz genau, wo genug Platz ist. Ah. Hier. Ist dein Bereich. Deiner. Da, wo das Leuchtfeuer ist. Das ist hier dein Bereich. Hier. Hier kannst du bauen. Ja. Egal wo. Du kannst bauen, egal wie groß das ist. Egal wo. Bau, wozu du Lust hast. Ich bin erstmal noch mal kurz in Sprengberg und mache ein bisschen kaputt. Ich komme dann gleich wieder. Ich mache immer nur kurz eine kleine Explosion hier hinten im Loch. Ich bin jetzt fertig, ich komme jetzt wieder zurück. Ich habe nur eben was zerstört. Weil ich nämlich mal was kaputt machen wollte. Denn der Bereich hier, der ist zum Zerstören. Da hinten der Berg. Da kann man ordentlich was kaputt machen.
Oh, das macht ihr wunderschön, ihr beide. Alter. Dann mache ich mal hier. Damit man hier auch genug Licht hat, mache ich hier erstmal eine. Damit du besser was sehen kannst, habe ich für dich hier was hingesetzt. Sechs. Sind das jetzt? Dann sieben. Dann hier, dann muss ich noch hier hin machen. Danke fürs Folgen. Max ist abgehoben. Danke für dein Follow. Danke für dein Follow. Für dich gibt es gleich was, aber ich muss es mal. Sprengung kann ich heute nicht machen, eine Ehrensprengung. Aber dafür kriegst du hier eine Beleuchtung. Hier oben für dich. Eine Beleuchtung. Das ist die Ehrenbeleuchtung.
Alter, scheiße. Oh, Mist, hoffentlich ist mein Sofa nicht kaputt gegangen. Ja. Genau, das hoffe ich nicht, dass mein Sofa kaputt gegangen ist. Oh, Alter. Dieser Esel ist doch total dumm, ey. Es gibt hier bei mir sogar.
Geil. Das macht ihr beide wirklich gut. Und hier, jetzt riskiere ich's. Das sieht alles extrem geil aus hier. Hammergeil. Boah, Alter. Das sieht gut aus. Total gut. Es gibt schön hier was. Zum Beispiel diese. Ich muss mal schauen. Ja, und. Tablettenzeit. Habe ich jetzt erstmal. Schauen wir, das ist ja ganz andere. Als hier liegt hier. Wo liegt das andere jetzt hier? Na da. Ja. Ja, ich mach gleich. Ich muss erstmal noch meine Tabletten schlucken. Das ist wichtig. Bin einfach so aus Spaß unsichtbar. Moin! Ich baue hier gerade mit Baggermensch und mit Verbrando hier. Ah, es geht gut. Ich baue mit den Geraden hier ein bisschen auf meinen Server rum. Auf meinen Minecraft-Server. Das ist so ein ganz kleiner.
Server. Aber da kommt jetzt kein anderer mehr rein, weil der ist jetzt voll lalala voll. Ja, voll lala voll. Total voll. Weil das ein Zweier-Slot ist. Spawne ich hier mal irgendein Wesen? Muss mal schauen, welches. Enderman geht nicht, das geht auch nicht. Dies, das hier, Schreiter. Und dann hole ich mir noch Metall oder so. Jetzt hat hier jeder einen Wächter und der passt aufs Gelände auf. Hier aufs Gelände. Baggermensch, du arbeitest so fleißig und so gut. Dafür. Zwei Leuchtkürbisse für dich. Da hinten auch noch mal ein. Und da kommt auch einer hin. Und hier. Das ist perfekt. Und was kommt hier hin? Und da war ich noch. Und dann das mache ich da.
dann packe ich hier das hier rein. Es ist ein... Das ist hier unser Pool. Unser Pool ist das hier, ein Pool. Für uns. Ein kleiner Pool. Ich baue ein Schwimmbecken. Das wird ein Pool. Für uns. Das wird ein Pool. Ich baue einen Pool. Ich baue da einen Pool rein. Zum Baden. Okay. Alles klar, da wird ein Pool dran gebaut hier unten. Ein Pool. Das wird ein Pool. Für uns alle. Ein Pool. Hier drin kann man baden. Der ist für uns alle, der Pool. Hä? Warum kann ich jetzt plötzlich eine Luft bauen? Ich halte mich hier auch an die Grenzen. Zum Beispiel hier, wo diese Dings hier drin sind, diese Dinger, das ist die Grenze hier. Das hier ist die Grenze. Da darf ich nicht weitermachen. Und da drüben auch nicht. Das sind die Grenzen hier. Da gehe ich nicht ran. Das habe ich extra so gemacht. Und für uns gibt es hier einen kleinen Pool, den ich jetzt bauen werde. Ein kleines Schwimmbad. Für uns. Wo man sich schon reinstellen kann und schön baden kann.
So. Jetzt gibt es hier erstmal die große Wand. Der Pool ist gleich fertig. Ja, stimmt. Und ich baue hier gerade einen Pool. Für uns. Einen kleinen Pool. Hier muss noch Wasser rein. Muss gucken, wo das Wasser ist. Und mit TNT springe ich hier meistens Löcher rein, damit ich das eher fertig habe. Das mache ich manchmal absichtlich. Der Pool ist fertig.
Jetzt ist der Pool perfekt hier. Perfekt. Oha. Boah, das Baggermensch, geil ist gebaut hier. Boah, cool. Boah, Alter. Respekt, Digga. Das ist auch gut.
So. Dann mache ich hier so. Ich werde mal. Danke. Wart, ich werde jetzt gleich erstmal noch einen raiden. Erstmal gleich werde ich noch einen raiden. Einen, der irgendwie Musik hat. Ich werde mal gucken, wer. Das mit dem Raid muss ich mir erstmal wieder aufschreiben, weil ich vergesse das immer wieder, wie man das macht. Ich raide gleich jemanden. Dauert nur ein kleines bisschen. Ich muss erstmal das noch hier. Ich werde erstmal das noch kopieren hier. Dass ich das nicht so einfach vergesse. Hier. Raid habe ich schon hier kopiert. Das Wort.
Dann mache ich nochmal kurz mein Discord dann rein, das Wort hier. Ach man, nicht da. Da. Puh, habe ich ja nochmal Glück gehabt. Ja. Toll, Discord, ey, ist total schon Arsch, teilweise echt. Dann schaue ich nochmal schnell auf Twitch nach, wen ich hier anbieten könnte, der auch Musik macht hier. Ah, das weiß ich schon wer. Dann nehme ich ihn hier. Grüße nach Hamme aus Bayern. Genau den nehme ich hier. Dann mache ich noch mal hier ein Screenshot hier von denen. Und dann werde ich hier noch mal ein Screenshot machen, wie der heißt. Und dann werde ich den gleich raiden. Denn bei mir ist es nämlich so, ich kann mir Namen nicht so gut merken. Leider. Und ich habe leider eine kleine Schreibschwäche manchmal. Es tut mir leid, das ist manchmal so bei mir. Das verrate ich sonst so gut wie niemanden. Aber ich sag's offen. Im Stream bin ich sehr offen. Und hier. Ich werde jetzt erstmal hier wieder reingehen. Die Musik habe ich aus rechtlichen Gründen ausgemacht. Man kann ja nie wissen, ob man auf Twitch einen Bann dafür kriegt. Das kann man ja nicht wissen, ob man einen Bann kriegt dafür. Ich weiß nicht, ob das hier funktioniert. Dann werde ich hier nochmal sicherheitshalber nochmal hier reingehen in den Chat. Und das hier nochmal machen hier. Und hier so. Dann sage ich nochmal Dankeschön fürs Zuschauen und bis nächstes Mal. Tschüss.